Servus, Leute. Mir geht's doch wieder ein bisschen besser. Hab vorhin auch schon gestreamt. Werd dann jetzt auch noch ein, zwei Videos machen und mal gucken. Also ich habe mir hier ein neues Deck gebaut. Ich wollte mal den Anub-Arak testen. Ich finde den eigentlich ganz cool. Wollte unbedingt ein Deck mal bauen mit dem. Ein, zwei Ideen gehabt, aber das war jetzt nicht so der Hammer. Und habe jetzt mal geguckt, was es so im Netz gibt. Da gab es das eine oder andere, da habe ich mir jetzt ein paar Sachen abgeguckt, habe ein paar eigene Ideen eingebracht und naja, das ist letztendlich rausgekommen. Mal gucken, wie gut es ist. So, was machen wir denn da? Muss er denn jetzt ausspielen? Muss ich überlegen. Mach ihn da am besten, am blödsten. Soll ich ihn wegklatschen mit der Vessel Raid, oder? Dann hätte ich noch zwei übrig. Was mache ich mit denen? Gucken wir mal. Denn sonst machen oder spiele eigenen Shredder aus. Ich glaube, das ist die bessere Variante. Und dann the face. The face is the place. Jo. Also wenn ihr Tipps oder sonst irgendwas anregen oder sowas habt, wie gesagt, immer her damit. Ich bin da immer froh drum. Ich bin ja kein Pro und lernen möchte ich immer. Gar kein Thema. So, was machen wir da? Boah, war da eh nicht. Aber es lohnt sich jetzt nicht wirklich auf den auszuspielen, würde ich sagen. Das lohnt sich auch nicht. Ich glaube, da lohnt sich gar nicht. Wegen 4 Schaden mache ich mir jetzt auch nicht unbedingt den Kopf. So, oder so. Druiden. Spiel lernen Druiden. Aber am allerliebsten spiele ich Warlock. Da habe ich auch schon Gold. Schurke spiele ich eigentlich überhaupt nicht oft. Das ist nicht so meine Klasse. Ich finde es schwer, da ein Deck zu bauen. Außer das, was es jetzt momentan in der Meta gibt, ist mit dem Waffe auf Pushen und Whirlwind und ja. Bin nicht so der Hammer. Bisschen langweilig, muss ich sagen. Ist immer dasselbe. Mach ihn da. Slutschi, Slutschi wieder weggeklatscht. Dann lege ich einen neuen raus, dann ist der auch weg. Klingt ganz gut, denke ich. Keine Ahnung. Wie gesagt, war heute über den Zahnarzt und bin immer noch ein bisschen benebelt. Und die Zahnärztin hat mir 3 Spritzen reingedrückt. Müde bin ich auch. Aber ich bin Level 19, von daher. Was habe ich groß zu verlieren? Nix, ne? Ja, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Ja, soll ich Sylvanas ausspielen? Ich glaube, das ist ziemlich cool, oder? Das sind 11, 14 Schaden. Boah, Hammer. Ich glaube, ich muss was machen. Wie wär's damit?
Waffe hat er nicht. Ich würde sagen, ich probiere es einfach mal so. Ach, der ist halt Damage, stimmt. Dann machen wir den. Den. Und hoffen, dass es. Oh, das können wir natürlich auch machen, ne? Ja, ich glaube, das war ganz gut. Unüberlegt und cool. Ich kann heute wirklich nicht denken. Boah, das ist eklig. Bam. Man kann damit nicht klein kriegen, aber dann steht er halt noch. Komm, ich mach. Ne, ist auch undamaged. Scheiße. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Soll ich Glück walten lassen? Ne, ist auch blöd, ne? Machen wir das so. Gerade noch Inga. War bestimmt nicht die beste Lösung, denke ich jetzt, aber was anderes habe ich momentan nicht zu bieten, sorry. Swipe auf den. Bin jetzt gar nicht so schlecht. Finde ich ein bisschen verschwendet, weil die auch können einfach den Emperor reinhauen, ne? Und dann mit dem anderen das Add wegmachen und. Naja. Aber was weiß ich schon. Brian wäre jetzt ganz cool, den habe ich auch im Deck. Haha, guck mal da. Oh, ich glaube, das ist ganz gut. 3 sind 8. Dann hau ich den weg. Ah, da muss ich mich nichts unterhalten. Na ja, gut, wenn er die Combo gehabt hätte, hätte er das dann schon gemacht, denke ich doch. Gucken wir mal. Und? Oh fuck, das geht ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Na ja, gut, seht ihr mal, wie doof ich bin. Ah. Das war jetzt natürlich doof. Ups. So. 5, 11, 12. Ja, das kommt noch scheiße. Ah! Ich bin so mein Hebold ausgespielt. Ja, da, den hau ich hier noch weg. Nee, also, dann hat er ganz weggekommen. Well played, ja. Kein Problem gegen mich, gell? Okay, das mit dem Skalker funktioniert nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Stimmt, die sind ja danach dann nicht mehr geheilt, also unverletzt. Klar, dass das nicht zweimal funktioniert. Das war wirklich dumm. Das stimmt. Soll ich denn was anderes reinmachen? Aber Skalker, dann finde ich eigentlich ziemlich gut. Denke ich. Einfach wenn es ungeachtet davon nochmal. Wer schreibt?
So, dann nochmal direkt, den behalten wir mal. Ist halt sehr teuer, das Deck. Deswegen denke ich auch nicht, dass es da viele Chancen hat, jetzt weit zu kommen. Aber wie gesagt, ich spiele vorwiegend zum Spaß. Will natürlich auch irgendwann mal Legendary werden, wenn es geht mit Spaß. Das wäre echt cool. Ah, das ist uncool. Okay, was können wir noch machen? Nix, ne? Jedenfalls im Moment nicht, also. Dagger up. End turn. So. Machen hier. Da haut mir jetzt 3 Schaden rein, bin ich bei 25. Nächste Runde kann ich einen den Blood Mage aufspielen mit Eviscerate. Oder ein Piloted. Also diese Runde erstmal nix. Ja, machen wir das so. Den müsste ich jetzt auch spielen können, das wäre geil. Aber ist nicht. Wegen ist nicht. Ich spiele hier den Shredder aus. Ich habe auch den Typ drin, die Legendary, die Death Rattles zweimal auslöst. Finde ich auch ganz cool. Gerade wenn man so Sachen drin hat wie den Shredder und Sylvanas. Ja, und dann haut er mit dem Annoyatron weg. Jupp. Bam. Ich glaube, den auszuspielen ist das ganz gut. Dann hau ich den auf jeden Fall weg. Der hat noch eins. Ist ein bisschen doof, ne? Kann ich was anderes machen? 2, 4, dann hau ich den weg, den weg. Das nervt mich in den Eingefrorenen immer. Ja, komm. Card Draw ist auch ganz cool. Machen wir den weg, den weg. Er hält noch 2 aus, kann ihn also nicht wegpingen. Der wird den da wahrscheinlich platt machen, denke ich mal. Oder den. Ne, den wird er wegpingen, der wird so platt machen. Gucken wir mal, ob wir da mit dem Jouser vielleicht noch unser Glück haben. Alexstrasza, ja. Klar. Naja, schade. Ich mag den Chow einfach nicht. Ich finde den Nachteil einfach zu groß, dass der Gegner 5 geheilt wird. Kann ich mir nur im Priesterdeck vorstellen, wo man das noch umwandeln kann. Schaden macht für mich noch Sinn, aber ansonsten finde ich nicht so gut. Der lebt noch, hätte ich ja nicht gedacht, ne? Was machen wir denn da? Den ausspielen? Mister auf 3. Die 2 reinhämmern. Manchmal nicht so viel, ne? Aber was soll man sonst machen? Ob noch 16 ist jetzt nicht so der Hammer. Naja, komm, problemlos. Zack, zack. 2. Den können wir. Hau man so rein. Der stirbt ja sowieso.
Ziehen wir den noch und hier haben wir immer noch den 1-1er auf dem Board. Bringt vielleicht was. Also das bringt auf jeden Fall was, dass ich den gezogen habe. Wenn ich 8 habe. Ich hoffe, überlebst noch so lang. Toddle. Dann kann ich mich um 16 halten. Das ist natürlich geil, ne? Jetzt bräuchte man den Whirlwind, ne? Den Messer, Klingen, Wirbel, wie auch immer. Gucken wir mal, vielleicht kriege ich ihn. Eviscerate. Bisschen unnötig, ja. Lassen wir das so. Truth is my shield. Okay. Sludge ist super. Ah, das ist echt schade. Ich muss den, glaube ich, spielen. Hauen wir schon mal den weg. Ein Problem. Wie es denn so aussieht. Keltusan, boah, nee. Muss es sein. Probieren, ich weiß nicht. Nee, geht nicht. Komm, ich probiere es. YOLO. Komm, Kelle. Und? Ah, das wäre so geil gewesen, wenn ich den bekommen hätte. I'm sorry. Na, danke. Thank you. Ja, nee. Bringt mir nichts. Das habe ich verloren. Das habe ich verloren. Komm. Well played. Well played. Ich glaube, es lasse es für heute, Jungs. Mädels. Das, nee, das gibt heute nichts, glaube ich. Ich werde dann morgen, denke ich mal, noch ein, zwei Videos machen. Und halt die dann online stellen. Okay, ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen. Haut rein.